Was geht ab, meine Seefighter? Osri hier. Und wie ihr richtig seht, haben wir unser Boy, meinen Sohn, LR Trunks im Gepäck. Und heute werden wir ihn awaken bis hin zu LR Stufe und machen natürlich sein Showcase. Ich bin darauf sehr gespannt. Ich habe den Dude natürlich, soweit es geht, im Dupe-System reingebracht. Heißt, er hat auf jeden Step noch 2000er Werte draufgesetzt. Aber ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit und legen direkt los. Fürs erste Awakening wissen wir brauchen die 7 Trunks Medaillen. Lego, let's go, let's go. LR zum Trunks. Wir wecken vom SR zum TOR. Er ist auf SA 10 durch die farmbare SA, ganz klar. Vom Super Strike Event. Die Medaille von hier haben wir vom Hero Extermination Plan. Ist auf jeden Fall ein Screenie her. Und nach seinem ersten Awakening wird er zum Transcendent Ultra Rare Trunks. Sieht sehr hübsch aus auf jeden Fall. Aber ich würde sagen, gib mir kurz Zeit. Ich trainiere ihn hoch und dann erwecken wir ihn gleich zum LR. Bis gleich. Alles klar, und da sind wir auch schon wieder. Wir haben ihn zum Max Level gebracht, wie ihr hier seht. Unser Boy Trunks. Transcendent Ultra Rare SA 10. Ja, wie schon gerade eben gesagt. Anyways, Leute, seid ihr bereit? Von diesen Super Strike Event Charakteren brauchen wir jeweils 10 Medaillen. Die habe ich gesammelt. Die Super Strike Events sind auch täglich online, wie gesagt. Mein Sohn, gib alles. LR Trunks, let's go. Mecha Freezer besiegt, King Cole zur Seite gehauen, Child, ja, chillt. Unsere Medaillen gefarmt, all the way up zu LR zum Trunks. Super Saiyan LR Trunks und sein Artwork. Oh mein Gott, sein Artwork spricht natürlich für sich, Leute. Lassen wir uns das Ganze erstmal kurz anschauen, damit wir das auch genießen können. Einen Moment, so, boom. Sein Artwork ist wirklich 1A, Leute. Lasst mich ihn nun auf SC20 bringen, Max Leveln. Und dann sehen wir uns im Kampf in seinem Showcase zu LR Trunks. Bis gleich, Leute. Alles klar, da ist unser Boy LR Trunks auf Max Level, auf SA20. Was kann der Dude? Wir schauen uns das Ganze ganz kurz an. Er geht physisch Charakter Key plus 3 auf jeden Attribut HP und F 90%. Seine Ulti macht die erste Colossal Damage und erhöht seine Verteidigung um 30% für 3 Runden. Die zweite Ultra Super Attack, sorry, macht Mega Colossal Damage, erhöht unsere Verteidigung ebenso um 30% für 3 Runden. Seine Passive, er bekommt 120% so auf seinen Angriff und hat eine hohe Chance, 50%, dass seine Angriffe einen Crit haben. Royal Lineage, Cold Judgment, Super Saiyan, Shocking Speed, Prepared for Battle, Shattering Limit, Legendary Power. Er ist in der Kategorie Hybrid Saiyan. An der Stelle sieht sein Team so aus. Ich werde dieses Team für sein Showcase, für sein Team Showcase benutzen. Warum? Ganz klar. Wir wollen ihn showcasen, ihn in seinem Team, ihn als Leader. Deswegen können wir jeden physischen Charakter nehmen. Und schaut euch diese Charaktere mal an. 1A Charaktere. Wisst ihr warum? Sie linken sich auch sehr, sehr gut. Denn wir haben auf der rechten Seite die Villains. Die Villains haben von den Charakteren und auch die Heroes auf der linken Seite in dem Team an sich, um es kurz zu fassen, teilen sich wirklich sehr viele Charaktere Linkskills, weil sie Shocking Speed haben, Over in the Flash und Fierce Battle. Das sind wirklich sehr wichtige Linkskills. Und ich freue mich wirklich sehr auf das Team. Wir werden uns dann gleich im Kampf anschauen. Wir machen das Event vom Super Saiyan 3 Broly. Warum von ihm? Denn zum einen will ich da auf jeden Fall mal gucken, wie sich das Team macht. Und ob Trunks seine Crits aktiviert. Denn gegen Broly wissen wir ja, er ist sehr tanky, nicht jeder macht gegen ihn Schaden. Und deswegen wird es umso spannender zu sehen, ob die Crits proggen, ob die sich aktivieren quasi, ob Trunks crittet, wie oft er das macht. Deswegen würde ich sagen, wir machen das Event von Broly, sehen uns gleich auf der Stage. Aber kurz zuvor natürlich, besser wäre es, wenn ihr LR Trunks in dem Hybrid Saiyan Team spielt, Ultimate Gohan als Leader oder in einem Superphysisch Team, weil er da die höheren Boosts bekommt. Aber für sein Team Showcase, für ihn als Showcase, nehmen wir natürlich ihn als Leader. Also bis gleich auf der Stage. Alles klar, und da sind wir schon auf der Stage und ich werde die Rotation dann ganz klar hier so halten, dass ich in einer Rotation LR Trunks mit Vegito Blue habe, in der anderen Cooler mit Freezer, weil die sich ganz klar sehr gut Link-Skills teilen und unsere Rotationscharakter sind dann Omega Shenlong, überleg mal Omega Shenlong. Und der Kaioken, Super Kaioken Goku, denn dieser Super Kaioken Goku hat so viele gute Link-Skills, Key-Link-Skills vor allem. Er ist wirklich sehr gut in dem Team, also das gefällt mir, dass wir da auf jeden Fall ihn haben in Global, auf der globalen Seite. Also, besser gesagt, diejenigen, die ihn haben,
nutzt ihn dann, wenn ihr so ein Team machen könnt, mehr oder weniger. Anyways, ja, wir haben gesehen, Trunks hat auf jeden Fall schon rausgehauen, aber er hat keinen Crit. Noch nicht gekrittet. Wir sehen schon eine Rotation und der Gegner wäre schon down. So, heißt, wir müssen jetzt erstmal, wir machen, ups, ich wollte eigentlich cooler ganzer Klingstein, macht nichts. Er ist ja eh gleich down. Aber die Rotation wird so bleiben auf jeden Fall. In der anderen Rotation werden wir quasi alle Trunks haben. Beziehungsweise, wenn wir auf die letzte Runde rausgehen, dann werde ich auf jeden Fall schauen, dass ich in jeder Rotation einen LR Trunks habe, damit wir eben sehen, wie oft er crittet. Weil dafür sind wir hier, quasi. Auch für sein Team Showcase ganz klar, das ganze Team, aber auch für ihn selbst. Gut. Oh. Sorry. Was ist denn los, ey? Anyways, wir haben hier die Ultra Super Attack von Trunks. Diejenigen, die das noch nicht wissen, es bringt hier nichts, Broly anzugreifen, er ist unsterblich, also greife seinen Vater an. Ultra Super Attack von Trunks. Richtig geil. Gegen Freeze einfach. Crit-Zähler ist immer noch bei 0. Unser Crit-Zähler ist immer noch bei 0. Das dürfen wir nicht vergessen. Aber das, ja, also ich finde das geil, so. Auch wenn die Charaktere nur Double 90%, 90% auf jeden Attribut bekommen, reicht das bei so einem Charakterpool trotzdem alle Male aus. Da haben wir schon einen Crit, sehr cool. Reicht es bei solchen Charakteren natürlich alle Male aus, also das solltet ihr nicht unterschätzen. Wir haben über 300.000 HP, Charaktere an sich sind 1A, also kommen wir da auf jeden Fall gut rum. Jetzt wird's spannend. Denn, genau, ab jetzt bekommen wir... okay, Omega kann ich ulten, machen nichts. Ich hatte cooler... Okay, bekommen eine Ulti. Was ich sagen wollte ist, ab jetzt machen wir kaum Schaden gegen Broly. Gar keinen Schaden, es sei denn, wir critten quasi in dem Team, speziell gesagt. Oder wir debuffen ihn halt. Wir haben auch Willensteam, die Debuffs haben. Oder critten! Cooler, stopp, Claudia, nicht die Show. Cooler, beruhig dich. Atme, Freezer. Jungs, atmet alle, bitte. Klaut hier nicht die Show. Egal, die haben gesagt, ey, nein, wir bereiten die Show vor. Denn jetzt sind wir in der letzten Runde. Okay, die haben die Show vorbereitet. Alles klar. Sorry an die Jungs. wir healen uns aber, sollten trotzdem aufpassen. Ich würde sagen, ich will meine Verteidigung nicht erhöhen, um zu sehen, ganz einfach, wie die Charaktere so sind. Ich werde mit Vegito Blue auch nicht ulten, sondern wir wollen mit Trunks ulten und seinen Crit aktivieren. Und gucken mal, wie viel Schaden er an Broly ausrichtet. Aber auf der anderen Seite könnte es auch gefährlich für uns werden, weil Broly sehr viel Schaden machen wird gegen uns. Anyways, gucken wir mal. Wir machen gar keinen Schaden gegen ihn. Das sehen wir. Das ist jetzt kein Mysterium mehr. Wir brauchen einfach ganz klar Crits. An der Stelle ganz gut, dass Vegito Blue keine Crit-Konte hatte. Crit-Auto-Attack kannst du ruhig machen. Okay, Ulti. Ja, der ist halt eh unstoppable. Aber gut, kein Crit. Jetzt zu Ella Trunks. Bitte. Additional Ulti? Mit einem Crit? Mit einem Crit. Sehr gut. Da hatte am Anfang nicht gekrittet, aber gesagt, ey, ich hab das. Ich kritte noch. Chillt. Und dann hat er zum Glück noch gekrittet auf jeden Fall. Sehr cool. Okay, ganz... Okay, da müssen wir aufpassen. Gut, hier ist noch ein Trunks drin. Sehr gut. Und er bekommt Shocking Speed von Kura. Umso besser. Aber... Er muss critten, sonst kommen wir hier nicht durch. Sehr gut. Es ist zwar eine 50-50 Chance, aber mir kommt es oft so vor, als würde er kaum critten. Ich weiß nicht, warum das der Fall ist. Es sei denn, er tut uns hier vom Gegenteil überzeugen. Nein, ja, es ist halt eine Edition. Oh, okay. Es hat eine 50... Lass mich doch aussprechen, aber das wird wehtun. High Shats ist 50-50, 50%, dass er crittet, aber... Ob bald Kritz. Ich weiß nicht, warum das mir so vorkommt. Ja, zum Beispiel Cooler, der krittet. Hier, nimm Kritte. Ich will kritten. Krittet um mein Leben. Cooler haut einfach alles zur Seite. Trunks geizt auch noch mit den Krits. Ich weiß, warum das so ist. Wahrscheinlich vielleicht wegen Showcase oder so. Aber. Ja, siehst du, alle anderen Kritten außer Trunks. Das hat die Sache. Obwohl diese haben Dupes halt vom Dupe System. Sie haben 15er Krit, heißt 30% zu kritten. Trunks hat durch die Passive 50%. Und wahrscheinlich erwarten da wirklich viele einfach von Trunks, dass er bei jedem Angriff crittet. Aber Leute, wenn wir uns ehrlich sind oder ich mir ehrlich bin, dann ist es halt 50-50. Also entweder es passiert oder es passiert nicht.
Anyways, das war das Showcase zu unserem Boy LR Trunks, sein Awakening, sein Team Showcase. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn ja, gebt den Ganzen ein Like. Falls ihr neu seid, lasst auch auf jeden Fall auch ein Abo da. Und wir sehen uns dann auf jeden Fall im nächsten Video. Peace.